Das war bestimmt noch nicht der letzte. Oh, das ist aber ein widerliches Exemplar. Ihr habt uns aus einer prekären Lage befreit. Seid dafür bedankt. Ich bin Lord Enver Dace. Ich wusste nichts von einer zweiten Expedition. Wie kam es zu eurem glücklichen Erscheinen? Wovon redet ihr da? Ich habe mit Harrowmont schon oft Geschäfte gemacht und er war stets offen und ehrlich. Ich bin euch für eure Hilfe dankbar. Aber ihr solltet für eine derartige Anschuldigung schon handfeste Beweise haben. Ich verstehe nicht, was könnte... Das ist unsere Abmachung mit Lord Harrowmont, aber... Dieser Betrüger! Er hat dasselbe Land auch Helmy versprochen! Danke, dass ihr mich davon in Kenntnis setzt. Ich stehe nun doppelt in eurer Schuld. Für mein Leben und für die Geschicke meines Hauses. Ah ja, eine Hand wäscht die andere. Meine Familie hat großen Einfluss bei einigen Händlern der Oberfläche. Wenn ihr bei ihnen einkauft, werdet ihr feststellen, dass Freunden der Familie Dace Vergünstigungen gewährt werden. Ich muss zurückkehren. Meine Männer müssen ruhen und ich will das hier untersuchen. Möchtet ihr uns begleiten? Dann auf nach Orsama, bevor noch mehr Bestien unsere Witterung aufnehmen. Danke für eure Dienste. Das Haus Dace dankt euch. Lord Belen ist ein böser, böser Mann! Lord Harrowmont soll Kastenlose auf der Straße getreten haben! Akzeptiert er niemanden unterhalb seines Standes? Schon gut, schon gut. Lady Dace kam gerade ganz aufgelöst hier vorbei. Sie erzählt jedem, dass Harrowmont ein Lügner und Schuft ist. Gute Arbeit. Euer neuer Bruder freut sich, euch in seinem Haus willkommen zu heißen. Seid ihr jetzt bereit, Belen zu treffen? Ich warne euch, benehmt euch und lasst eure Waffen beiseite. Willkommen in unserem neuen Haus, kleine Schwester. Meine Rika sagt, ihr hättet letztes Jahr beim Tornai die Aufmerksamkeit der Grauen Wächter erregt. Vortex sagt, ihr wärt eine große Hilfe dabei, meinen Thronanspruch durchzusetzen. Ich habe noch keinen Erben bestimmt, aber er ist mein Sohn und ein Sohn des Hauses Edukin. Er hat das gleiche Recht wie alle Söhne meiner Frau. Wenn er später ebenso klug und mutig wie seine Tante wird. Traditionell bestimmt der König seinen Nachfolger. Die Versammlung nickt das nur noch ab. Könige wählen ihren Nachfolger nur dann nicht innerhalb der Familie, wenn sie keine Kinder haben oder den Kindern das Talent zum Herrschen fehlt. Oder, wie jetzt,
wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Harrowmont hat sein Leben in der Versammlung verbracht. Seine Führungsqualitäten sind Kompromiss und Kapitulation. Das kann Ozama aber nicht gebrauchen. Die dunkle Brut sammelt sich für eine Verderbnis. Die Länder der Oberfläche sind zerrissen. Wir brauchen jetzt einen starken Anführer, der der Versammlung die Stirn bietet. Jemand, der herrscht und nicht überredet. Es gibt nur eine wichtige Sache, wenn ich den Thron bestiegen habe. Die Verderbnis. Wir brauchen völlige Einigkeit, um diesen Kern des wahrhaft Bösen zu bekämpfen. Doch solange diese Debatte andauert, kann ich euch die benötigten Truppen nicht zur Verfügung stellen. Ihr habt selbst gesehen, unsere Stadt ist ein Tollhaus. Das Verbrechen nimmt Überhand. In so einem Chaos könnte ich den Thron nicht lange halten. Ihr habt Harrowmont bereits einen Schlag versetzt und dafür danke ich euch. Aber es ist noch eine andere Partei im Spiel. Eure Schwester sagte, ihr hättet Erfahrungen mit Javia und ihrer Charta. Sie wissen, dass Ozama uneins ist und sich nicht um sie kümmern kann. Das hat sie kühner werden lassen. Wenn ich der Stadt zeige, dass ich mit so einer Gefahr fertig werde, würde das meine Position sicher stärken. Eure direkte Art gefällt mir. In der Tat, Javia muss beseitigt werden und ihre Charta auch. Es würde meine Beliebtheit enorm steigern, wenn bekannt würde, dass ich sie beseitigt habe. Und ich könnte euch die benötigten Truppen zusagen. Ich würde ihr helfen, aber ihr kennt die Stadt des Staubs sicher viel besser als ich. Ich kann nicht um mehr bitten, aber erst wenn das Problem gelöst ist, kann ich euch helfen. Und jede Minute, die wir warten, dringt neue dunkle Brut ins Land der Menschen ein.